Hallo meine Lieben, ich begrüße euch ganz herzlich. Ihr hört schon, ich war ja krank, deswegen kam am letzten Sonntag kein Video. Aber ich habe jetzt so eine richtige, brummige Stimme. Ja, mir geht es eigentlich gut, also ich bin wieder gesund, aber die Stimme ist halt so. Ja, und husten ein bisschen noch mehr. Auf jeden Fall filme ich heute mit meiner alten Sony, mit der ich schon ganz lange nicht mehr gefilmt, weil ich jetzt die Canon G7X habe und mit der Sony Alpha habe ich schon länger nicht mehr. Aber ich habe mir gedacht, heute habe ich Lust drauf. Ich stehe im Badezimmer, wir sind schon alle fertig, angezogen und so weiter. Eigentlich hätte heute eine Freundin von der Lara zu uns kommen sollen, die ist jetzt aber krank geworden. Deswegen, wir wollten zusammen mit der Freundin von der Lara ins Family Fun fahren. Das ist so ein Indoor-Spielplatz. Aber wir fahren trotzdem ins Family Fun. Und aber zuerst schminke ich mich mal und ich bin ein bisschen aus der Übung mit Vloggen oder was los? Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte noch gar keinen Kaffee. War heute Morgen ein bisschen was zu tun. Da noch was schicken, da habe ich noch eine E-Mail und das war ein bisschen hier. Und jetzt bin ich mein Kopf so ein bisschen gaga. Ja, auf jeden Fall schminke ich mich mit meiner liebsten CC Cream. Also das ist so ein, kennt ihr bestimmt, habe ich schon öfters gezeigt, mein liebstes Make-up-Ersatz eigentlich. Aber ich habe auch ein Make-up von derselben Firma. Und zwar das hier. Oh, ich liebe das wirklich. Aber ich trage das Make-up nur auf, wenn ich zum Beispiel ein Video drehe oder irgendwas mache ich, Fotos oder was auch immer, dann mache ich das. Aber sonst mache ich gerne meine CC Cream, weil sie fühlt sich irgendwie leichter im Gesicht an. Ja. Man braucht wirklich nur so drei Pimpstüßchen. Nur ein bisschen, weil. Und ich habe jetzt hier meinen Real Techniques Reisepinsel, weil der andere schmutzig ist und ich habe keine Zeit gefunden, ihn zu waschen. Ist ja durch das, dass ich halt krank war, ist halt ein bisschen was liegen geblieben an Arbeit. Und dann, wenn man wieder gesund ist, ich habe ja leider keine Kollegen, die meine Arbeit fertig machen. Deswegen muss ich es dann wieder selber machen und dann ist halt 3000 Mal so viel. Soll ich noch was auftragen? Soll ich so gehen? Vielleicht ein bisschen Augenbrauen? Ja, ein bisschen Augenbrauen. So, ich mache jetzt noch ein bisschen Wimperndusche drauf. Ein bisschen abpudern muss ich mich trotzdem, weil sonst glänze ich. Gleich, Schatz, ich mache mich noch schnell fertig und dann gehen wir, okay? Okay. Die Kinder sind auch schon ziemlich ungeduldig. Ja, ich beeile mich eh. Es hat auch schwierige Ferien, ich muss auch ein bisschen arbeiten. Manchmal muss ich auch E-Mails beantworten und dies, das. Und weiß ich auch nicht, wie ich das unter den Hut bekomme, weil ich möchte auch die Kinder irgendwie entertainen, dass sie dass sie rauskommen und nicht nur zu Hause hocken. Also, ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen von meinen Bronzing Pearls drauf machen. Ich liebe die, weil da schaut man so ein bisschen frisch aus. So, ich bin fertig. Die Kinder sind auch fertig. Luisa? Ja. Sollen wir was Pullovermäßiges mitnehmen? Ich schau mal raus kurz. Naja, schon frisch. Michelle, komm, es ist frisch. Nimm dir was mit. Lara, du auch. Nimm deine Weste mit. Die dunkelblaue. Du, Luisa? Sophie, du musst da bleiben. Sophie, rein. Komm, bring mal die Sophie rein. Luisa. Rein, Sophie, rein. Das ist das Gegenteil von rein gewesen. Patrick, sie ist in den Garten gelaufen. Sie hängt da. Warte kurz, Luisa. Komm. Sie hängt da. Bei deinen Kindergartensachen.
Oder möchtest du diese? Ich will eine rosane Pullover haben. Welche rosane? Rosane Pullover haben. Ja, ich habe jetzt keinen rosanen. Ja, bitte. Diese oder diese? Welcher rosane Pullover? Hast du einen rosanen Pullover? Ich habe gestern einen rosanen Pullover gehabt. Gestern. Bitte, Lara, zieh doch den an. Das ist urschön. Schau mal, der passt du toll zu deiner Hose. Ich hätte ihn gerne gehabt. Schau mal, Lara, siehst du? Passt urtoll zu deiner Hose. Mit Blumen. Das ist urschön. Das hast du dir selber ausgesucht. Oder ich. Gott. Danke, Lara. Das ist so lieb von dir. Danke, Michelle. Dein Zuspruch hilft gerade nicht so, glaube ich. Michelle, lass sie. Lara, und? Zufrieden? Okay. Du sauer, Lara? Die Lara ist sauer noch. Aber das ist eine so schöne Jacke. Schau mal in den Spiegel, komm. Schau dir mal an. Schau mal, wie cool du ausschaut. Das passt auch voll gut zu deinem. Ja. Na dann, geh mal. Komm, geh mal. Patrick, bist du ready? So, meine Lieben, wir sind schon da und natürlich ist also der Parkplatz ist schon mal rammelvoll. Und das war schön, die Lilly gerade morgen ist mit der Lilly morgen da war. Ja, war das schön. So, Luisa. Geh mal spielen. Die Luisa sagt immer zu allem einfach Aber das ist auch ja. Komm, jetzt gehen wir mal rein, Kinder. Wir haben auf jeden Fall ganz weit hinten geparkt. Hier ist meine Bande. Na, schau, da war es auch ein Parkplatz. Naja, für ein Smart, oder? Und sein Auto hätte das nicht reingefahren. Das ist Spaß, oder? Hast du wehtan? Oh nein! Hey, was ist das denn? Luisas Gesichtsausdruck. Luisa! Oh mein Gott, die Kinder wollen diese Rutsche rutschen. Ich kriege mir vom Zuschauen Bauchweh. Oh mein Gott! Super, Lara! Super! Patrick! Das war, aber sie hatte die Angst in ihren Augen. Sie hatte Angst zu rutschen, oder? Hast du sie geschubst, oder? Oh. Ich meine, schaut euch mal die Kinder an. Sie helfen hier in Teamwork, die Luisa da auch raufzubekommen. Aber das ist eine kleinere, ja? Nicht denken, also nicht wundern. Hui. Die ist nicht so wild, oder? Oh. Sie hat voll sein Ei. Wow. Yeah.
wieder. Sehr gut. Die Luisa. Ah, ich rutsch aus. Patrick. Doing, 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 doing. Boom. Doing, doing, doing. Boing, boing. So, meine Lieben, wir sind fertig mit Family Fun. Bin echt auch selber müde. Luisa, komm! Luisa möchte nicht, dass wir fahren. Hey, Luisa! Kommst du? Komm schon, Luisa! Ich habe keine Kraft, dir hinterher zu laufen. Der Papa wartet auf dich. Seid ihr schon angeschnallt? Mama, Luisa! Komm bitte her. Zuckerbär, was ist los? Ich habe den Kleinen auch Flummis gekauft. Zeig mal deinen Ball. Zeig mal deinen Ball her. Wow. Komm, aber jetzt gehen wir ins Auto. Kannst du nicht helfen, was du willst, du bist da. Wo ist der Ball jetzt? Ich hab ihn am Boden geschmissen. Willst du deinen Krapfen jetzt essen, Patrick? Ja. Ich habe noch Croissants, wenn ihr jetzt was essen. Mit Schokolade? Pourquoi? La porqueria miseria. Patrick, was ist du durst? Möchtest du ein bisschen ein Mini-Schlückchen? So, aber jetzt fahren wir nach Hause. Der Papa ist schon zu Hause. Nicht mit Schokolade. Entschuldigung, Michelle. Aber das sind auch lecker. Die schmecken wie Brezeln. Ja, dann ist halt nicht. Der Hunger gar nicht groß sein, wenn du machst. Ja, Chinesisch? Sicher. Ja! Ich hab gar keinen Bock auf Chinesisch. Was? Ich auch nicht. Ich hab so Kopfschmerzen. Du auch? Echt? So? Aber da. Ich hab da am Kopf. Da hinten. So. Du hast auch da vorne oben? Ja. Auch. Du auch? Ja, der Papa meint vielleicht, dass wir also alle Kopfschmerzen haben oder so wegen diesen radioaktiven. Ja! Kann doch sein. Wegen was? Ja, in irgendwo in Ding, in Russland. Ist doch irgendwie so ein. Was passiert? Irgendwas mit radioaktiv. Ich hab's nicht gelesen, ich weiß es nicht. Patrick? Oh, danke schön. Ja, der Papa. Was wegen dem Radio? Nein, mich steht irgendwas vom russischen Militär, die haben irgendwas gemacht. Und irgendein radioaktiver Kern. Sag du weißt das. Ich will es wissen. Der Warte lässt mich hier immer wie. Lässt mich voll dumm wirken. Oder Patrick? Weißt du nicht, wie ich erklären soll. Ja, so. Kann ja möglich sein, dass es von dem ist. Ja. Wir fahren jetzt mal nach Hause und wir schauen dann, was wir essen, Michelle. Okay? Papa muss chinesische Nudeln. Chinesische Nudeln? Ja. Schaut mal, Mama, meine Mama, wo ist das? Ist das? Wir gestern The Red. Wir haben ein Date. The Red One. Aber sag nicht mein Mann, dass ich hier geküsst habe. Fremder Mann. Wir haben mit Papa telefoniert und der hat auch gerade ausgehabt. Und dann haben wir ausgemacht, dass wir so Abend chinesische Nudeln essen. Ja, Durst hat sie. Mein Kiff hat was zu trinken. Mama, wo ist diese Schokolade? Entschuldigung. Welche Schokolade? Wo wir gekämpft haben. Kinder-Country gibt es hier, glaube ich, nicht. So, auf jeden Fall, was ich zu Ende sprechen wollte.
zu Abend essen wollen wir chinesische Nudeln essen und wir sind hier noch einige Sachen zu kaufen. Brauchen noch für morgen zum Frühstück noch ein paar Sachen. Ja, deswegen haben wir uns jetzt hier getroffen beim Hofer und kaufen ein paar Kleinigkeiten. Aber nur ein paar Kleinigkeiten, weil wir sind das Wochenende nicht da. Bitte. Ah. Schaut euch mal an, wie lieb der Papa das alles hier klein geschnibbelt hat. Er hat das für mich vorbereitet. Es gibt nämlich chinesische Nudeln mit Truthahnfleisch, Frühlingszwiebel, Paprika, Zucchini, Knoblauch. Das muss man jetzt in der Wok machen. Wo ist die Wok? So, der Papa geht jetzt duschen. Was war das denn? Und ich werde jetzt kochen. Ja, ich habe es schon vorbereitet. Öl brauche ich noch. Immer wenn ich ein chinesisches Gericht koche, dann brate ich mit Erdnuss und das ist beides Erdnussöl. Haben wir kein Sesamöl mehr? Oh ja. Immer so eine Mischung aus Sesam und Erdnussöl. Das ist so lecker. Baby! Willst du mir helfen? Willst du mit mir kochen? Nein. So, mein Lieben, Essen ist fertig, aber Papa, so schön hast du das jetzt nicht angerichtet. Ja, ich habe es gekocht, aber Papa hat es angerichtet und es schmeckt aber. Es schmeckt. Ja, voll. Wirklich. Hast du schon gekostet? Mhm. Heiß und kalt. Es schmeckt aber nicht. Ich schaff's nicht wie beim Chinesen. Ja, ich weiß nicht, wir kommen genau aus China. So gut auf dem Hotel. Oder was nicht? Die paar Minuten schaffen wir nicht zu legen. Wir können ihn. Schmeckt anders, wie ein anderes Gericht, oder? Ich finde, dieses chinesische Essen ist irgendwie so wie aufgetaucht. Aufgetaucht. Ja. Aber wenn wir Running Sushi geben, ist die kaum zu brennen. Echt? Ah, ja, stimmt. Aber ich bin genau wie mein Papa. Und dort kann ich mich auch nicht stoppen. So, meine Lieben, ich bin jetzt schon im Badezimmer. Ich werde mich jetzt ziemlich gleich abschminken. Und ja, mich eigentlich immer vom Vlog verabschieden. Ich muss das Video nämlich heute noch schneiden. Also ich hoffe es, dass ich es schaffe, weil ich bin immer so kaputt am Abend, dass ich dann meistens ein bisschen so was auf Netflix schaue oder auf YouTube, ein bisschen runterzukommen und dann eigentlich schon zu Bett gehe. Aber ich würde mich freuen, wenn ich die Zeit, also ich bin einfach so müde. Was laber ich? Ich laber so. Ich wollte eigentlich noch was sagen. Und zwar, wenn ihr dieses Video gesehen habt, dann habe ich heute in Wien mein Meet and Greet gehabt. Also ich habe es morgen, am Samstag. Aber am Freitag, was rede ich da? Morgen am Freitag habe ich mein Meet and Greet in Wien. Und ja, ihr werdet das Video erst Freitag sehen, deswegen. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen nervös, muss ich ganz ehrlich sagen. Ein bisschen geht mir die Muffe, weil ja, ich hatte sowas halt noch nicht. Und ja, ich bin halt so eine erwachsene Frau und so. Und dann ist man halt nicht mehr so Fan und man findet das komisch, wenn irgendwer, also nicht komisch, sondern es ist irgendwie seltsam, weil ich zeige euch hier mein echtes Leben und viele Leute schauen das, also im Kopf ist zu begreifen, viele Leute schauen sich diese Videos an und mögen dich und wollen dich sehen, wollen Zeit mit dir verbringen. Und für mich ist das irgendwie so, oh mein Gott, Mann. Ich meine, man vergisst immer, also hinter dieser Zahl, wie viele Abonnenten habe ich jetzt? 42.000, sowas herum. 42.000, das ist nicht eine Zahl. Das sind Menschen. Das sind sehr viele Menschen. Ja, nee, aber nicht, dass ihr jetzt denkt, dass morgen 42.000 Leute kommen und werden oder so. Nein, nein, nein. Also wir haben das Meet and Greet bewusst ganz, ganz klein gehalten, weil es mein erstes ist und ich echt ein bisschen, ja, so Angst hatte. Deswegen, ja, mal gucken. Es wird sicher cool. Also ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen. Ihr werdet das Video dann am Mittwoch sehen. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, ich werde jetzt nicht zu lange herumreden. Ich werde mich jetzt abschminken und mich zu Bett legen. Also tschüss!